Herzlich willkommen, guten Tag beisammen oder besser, gute Nacht, liebe Sternfreunde. Servus. Ich versuche euch heute mal die Kochab-Methode zu erklären und deren Hintergründe oder man könnte auch sagen, das klassische Einnorden ohne komplizierte Skalen und ohne App auf dem Taschentelefon. Diese Kochab-Methode ist sozusagen die Basis des ganz einfachen Einordens mit kleinen Reisemutierungen wie dem Star Adventurer, der Vixen Polary, dem iOptron Star Tracker oder dem Minitrack LX2 und weiteren solchen kleinen Geräten. Ihr könnt natürlich, ich mache das auch, eine App benutzen, die euch sagt, wo genau Polaris platziert werden muss. Ihr könnt auch alternativ, so wie früher, relativ komplexe Berechnungen anstellen. Dennoch denke ich, dass die Kochab-Methode eigentlich die beste und die praktikabelste Technik ist. Und ich glaube auch, dass es sehr gut ist zu verstehen, warum eure App Polaris jetzt genau zu der Uhrzeit und an dem Datum an die Stelle auf den Kreis setzt, wie es euch eben angezeigt wird. So, dann steigen wir gleich mal ein. Hier sehen wir jetzt 7 Sterne. Also ganz genau genommen sehen wir jetzt hier 7 Punkte, aber ich hoffe, ihr lasst mir diese 7 Punkte auch als Sterne durchgehen. Wahrscheinlich erkennt jeder, was das ist. Hier jetzt die dazugehörigen Linien des Asterismus und jetzt ist es dann wohl auch endgültig klar, das ist der kleine Wagen. Kennt jeder, sollte jeder kennen. Der hier hinten, der Stern, das ist Polaris, der Nordstern. Und der hier vorne heißt Kochab. Und nach ihm ist diese Kochab-Methode benannt. Wie ihr wisst, drehen sich alle Sterne um den himmlischen Nordpol oder zumindest wirkt es von unserem Standpunkt aus, so als würden sie sich alle um diesen einen Punkt drehen. Gut, dann lassen wir sie jetzt mal drehen. Wunderschön, oder? Dreht sich ganz, ganz toll. So, und hier haben wir jetzt auch den himmlischen Nordpol. Oder, naja, wir haben einen roten Punkt, aber wenn ihr mir die weißen Punkte als Sterne abgekauft habt, so möchte ich euch bitten, mir diesen roten Punkt hier auch als Nordpol zu akzeptieren, okay? Gut, dann zoomen wir mal ran. Alle Sterne, auch Polaris, drehen sich also um diesen Punkt. Soweit, so gut. Schauen wir uns das mal in echt an, also mit echten Fotos, die über mehrere Stunden aufgenommen wurden, sprich Zeitraffer. Das ist jetzt ein Ausschnitt aus einem längeren Zeitraffer-Clip von mir, nur ganz kurz, aber ihr könnt sehen, alles dreht sich praktisch um den Nordstern. So, zurück zur Animation. Hier stoppe ich jetzt mal den Himmel. So, steht still. Jetzt schaut euch mal diese Linie an. Sie verbindet, natürlich nur in Gedanken, Polaris mit Kochab. Und genau darauf kommt es an, diese Linie geht genau durch den Himmelspol. Ich schalte jetzt den Himmel wieder an und ihr könnt sehen, wie die Linie jetzt mitwandert und natürlich auch weiterhin dauerhaft den Himmelspol schneidet. Wenn ihr eure Montierung einnorden wollt, so muss sie auf den Himmelspol eingenordet werden und das ist eben nicht Polaris, sondern knapp daneben. Und wo nun dieses knapp daneben ist, das lässt sich ganz einfach über Kochab bestimmen. Der Himmelspol befindet sich erstens, immer auf dieser Linie zwischen Polaris und Kochab. Und zweitens, immer etwa 1,5 Vollmonddurchmesser von Polaris entfernt in Richtung Kochab, also näher zu Kochab. Das heißt, um den Pol zu finden, muss man sich einfach die Verbindungslinie zwischen Kochab und Polaris denken und dann von Polaris aus 1,5 Vollmonddurchmesser Richtung Kochab mit den Augen wandern. So kann man, wenn man dann an den Himmel blickt, erkennen, wo der echte Himmelspol ist. Problem dabei, 1,5 Vollmonddurchmesser oder ein bisschen korrekter ausgedrückt, nur ungefähr 0,7 Grad sind jetzt nicht so die Entfernung, die man einfach mal so und auch noch recht genau am Nachthimmel bestimmen kann. Im Polsucher ist dafür der Kreis eingezeichnet. Die Entfernung zwischen dem Mittenkreuz, dem Zentrum des Kreises, und dem Kreis selber, sprich der Radius dieses Kreises, der entspricht eben dieser Entfernung zwischen Polaris und dem Himmelspol, dieser
dieser Radius entspricht 1,5 Vollmonddurchmesser bzw. 0,7 Grad. Und daraus ergibt sich, steht Polaris an der richtigen Stelle auf dem Kreis, so zeigt die Mittenmarkierung und damit dann auch die Drehachse eurer Montierung direkt auf den echten Himmelspol. Und so könnt ihr dann richtig und auch richtig lange nachführen. Und an dieser Stelle kommt das Gemeine. Einschränkung vorneweg, dieses Gemeine gilt nicht für Leute, die keinen richtigen Polsucher benutzen, also für Leute, die das Sucherröhrchen des Omegon Minitrack LX2 benutzen und für Leute, die das Guckloch der Vixen Polary benutzen. Für die gilt alles, was ich bisher gesagt habe. Also, das Gemeine. Habt ihr mal tagsüber durch den Polsucher geschaut? Bestimmt. Und? Genau, es steht alles auf dem Kopf und es ist alles spiegelverkehrt. So wie in diesen beiden Beispielbildern. Die Kirche steht jetzt hier nicht nur auf dem Kopf, sondern sie ist auch noch horizontal gespiegelt. Sie ist also seiten- und spiegelverkehrt. Wenn ihr euch jetzt nochmal das Bild oder meine Grafik des echten Nachthimmels anschaut, dann seht ihr hier erst Koch ab, dann der Linie folgend den Himmelspol und dann Polaris. Wenn man also an den echten Himmel guckt, ist Polaris weiter weg von Koch ab als der echte Himmelspol. So zeigt es hier meine Grafik und genauso ist es in der Realität und genauso habe ich es euch erklärt. Nun könnte man natürlich meinen, wenn man einordet, schaut man den Himmel, vergleicht, schaut durch den Polsucher, man denkt sich die Verbindungslinie und setzt dann Polaris beim Blick durch den Polsucher einfach weiter weg. Man müsste dann also das Kreuzchen, die Mittenmarkierung für den echten Himmelspol, ein Stückchen näher an Koch ab heransetzen, so wie hier in meiner Grafik. Aber genau so ist es nicht und das muss man eben wissen. Ja, das ist verwirrend, aber so ist es nun mal. Ich zeige euch das jetzt nochmal anhand eines Beispiels. Ihr seht hier jetzt wieder meine Grafik, die Ansicht, wie es wirklich am Himmel ist. Koch ab, Himmelspol, Polaris in einer Linie. Wie ich es euch erklärt habe, wäre jetzt eigentlich Polaris auf dem Kreis etwa auf 11 Uhr, auf 23 Uhr, also oben links. Man muss aber, da ja alles seiten- und spiegelverkehrt ist, das Ganze so sehen, damit richtig eingenordet ist. Polaris muss nach rechts unten, auf 5 Uhr. Und das ist auch alles. Das ist das, was ich jetzt hier das Gemeine genannt habe. Okay, ich denke, es ist klar geworden, ich fasse es nochmal zusammen. Der Nordpol ist am echten Himmel näher an Koch ab als Polaris. Immer auf der Verbindungslinie. Will man einordnen, muss Polaris im Polsucher, natürlich auf derselben Linie, näher an Koch ab herangesetzt werden. Sprich im Kreis gegenüber. Aus 23 Uhr wird 5 Uhr, aus 1 Uhr wird 7 Uhr und so weiter. Ja, ich denke, damit ist alles klar. Das sind die Hintergründe für das, was in eurer App passiert. Und als Beispiel, dass meine ganzen Ausführungen hier auch stimmen, haben wir jetzt hier noch Screenshots. Das erste ist ein Screenshot aus Stellarium. Wir sehen jetzt hier wieder Koch ab, Polaris und ich lege auch mal die Verbindungslinie drüber. Nun könnt ihr ungefähr abschätzen, wo der Himmelspol ist. Genau, ein kleines Stückchen näher an Koch ab. Das heißt etwa auf 23 Uhr, wenn ich hier den Kreis drüber lege. Und das bedeutet, im seiten- und spiegelverkehrten Polsucher, Polaris muss auf, genau, auf 5 Uhr. Und wenn wir uns jetzt hier einen Screenshot einer App nehmen, sehen wir, tata, Polaris muss auf 17 Uhr.
Soweit war das jetzt, glaube ich, alles zur Kochab-Methode. Sollte, hoffe ich mal, alles klar sein. Wenn Fragen aufkommen, einfach losfragen. Ich persönlich finde es jetzt nicht so super einfach, das in diesem Format hier zu erklären. Ich bin nicht der Meister im YouTube-Videos machen. Ich bin garantiert nicht der Meister im Animationen erstellen. Eigentlich schreibe ich viel lieber. Aber mir ist halt jetzt beim Schreiben aufgefallen, dass die Erklärung schriftlich, zumindest für Anfänger, irgendwie verflucht kompliziert ist. Und ich habe gedacht, eventuell ist es mit einer Animation leichter zu verstehen. Denn eigentlich ist das Ganze ja total einfach. Das Einordnen ist wahnsinnig einfach und das Finden des Himmelspols und das Finden von Polaris ist eigentlich total einfach. Ich weiß, dass das für einige von euch schwer ist und ich sage euch, das ist wie beim Schwimmen. Wenn man nicht schwimmen kann, dann fragt man sich, wie zur Hölle geht es mit diesen Bewegungen, dass man nicht untergeht? Und Leute ertrinken ja auch. Wenn man aber schwimmen kann, dann ist es völlig unverständlich, es nicht zu können. Natürlich kann man schwimmen und natürlich geht man nicht unter. Und genauso ist es auch mit dem Einordnen und mit dem Finden von Polaris. Hat man es mal drauf, hat man Polaris mal gefunden, dann steht man nachts draußen, wirft einen Blick an den Himmel und man sieht Polaris. Und man nimmt seinen Polsucher, richtet ihn aus, nordet ein und zack, fertig. Es ist, wenn man es kann, unverständlich, es nicht zu können. Eben wie beim Schwimmen. Aber man muss es halt erst einmal lernen. Und ich glaube, darum habe ich auch dieses Video gemacht, man lernt es leichter, wenn man weiß, was da passiert und warum das so ist. Eine App ist schön und gut und auch enorm praktisch, aber es ist besser, wenn man es versteht. Und außerdem ist es auch ganz gut, wenn das Taschentelefon keinen Strom hat, kann man trotzdem immer noch wunderbar einordnen. Ganz zum Schluss nochmal, um das klar zu machen, für Leute, die keinen seiten- und spiegelverkehrten Polsucher haben, die dann auch dementsprechend kein Mittenkreuzchen und keinen Kreis haben, sondern die einfach ein Loch haben, wie in der Vixen Polary oder ein Loch im Sucherröhrchen des Omegon Minitrack Alex 2. Da gilt das Ganze natürlich, man muss es so platzieren, wie es am Himmel ist. Das heißt, man setzt Polaris in dieses Guckloch nicht ganz in die Mitte, sondern ein kleines Stückchen von Koch ab weg. Dann wird mit diesen kleinen, einfachen Geräten noch ein bisschen genauer nachgeführt. Wie weit man von der Mitte weggeht, ist ungefähr die halbe Strecke zwischen Mitte und dem Rand. Da muss Polaris hin und dann eben, wie man es am Himmel sehen kann. Ich hoffe, dass das soweit verständlich war. Ja, wenn es verständlich war, dann gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert auch diesen Kanal. Denn ich versuche euch hier immer wieder nette Sachen zu erklären und wenn ihr das abonniert, dann kriegt ihr es mit. Außerdem gefallen euch ja vielleicht meine Zeitraffer-Videos. Schaut sie euch mal an. Wenn ihr was von mir wissen wollt, dann schreibt mir eine E-Mail über das Kontaktformular auf meiner Website www.sternenhimmel-fotografieren.de oder besucht mich bei Facebook, eben auch sternenhimmelfotografieren.de und schreibt mich da an. Wenn ihr Fotos von mir sehen wollt, auf der Website, bei Facebook und natürlich auch bei Instagram, ebenfalls Sternenhimmel fotografieren. Da ist, denke ich, ein Punkt zwischen dem Himmel und dem Fotografieren. Mich freut's, wenn es euch hilft und ihr mir eine Rückmeldung gibt. Soweit. Happy Fotografieren wünsche ich. Happy Einordnung. Und ja, viel Spaß in der Nacht. Servus.